Im Prozess um das tragische Zugunglück in Lochau müssen sich heute zwei Mitarbeiter der ÖBB vor Gericht verantworten. Sie sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Lokführer des Eurocity und der Bedienstete der Leitstelle Innsbruck, der am Unglückstag für die Streckenüberwachung zuständig war, bekannten sich zum Prozessauftakt für nicht schuldig. Der Lokführer sagte, er sei nicht über den Polizeieinsatz auf den Gleisen informiert gewesen. Er habe sofort die Notbremse gezogen, als er Menschen auf den Gleisen gesehen habe. Für die Streckensperre und die Verständigung sei nicht er zuständig gewesen, sondern ein Notfallleiter in Innsbruck, so der Disponent. Als ihm einiges komisch vorgekommen sei, habe er selbstständig versucht, mit dem Lokführer Kontakt aufzunehmen. Dies sei ihm jedoch viermal nicht gelungen. Beim fünften Mal sei es dann zu spät gewesen. Bislang wurden drei Zeugen in den Zeugenstand gerufen. Richter Christian Rötlin ordnete eine Mittagspause an. Seit 13.30 Uhr wird der Prozess wieder fortgesetzt. Ein Urteil wird in den späteren Nachmittagsstunden erwartet.